Ich bin. Was war denn das gerade? Ich bin wieder hier. Lassen wir das. Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei Tokyo Dark. Und wir machen weiter, wo wir gestern. Ja, gestern aufgehört haben. Also laut meiner Zeitrechnung zumindest. Sie hat nie so etwas zu mir gesagt. Du musst sie wirklich erschreckt haben. Hör zu, ich helfe bei diesem Ritual, weil ich denke, dass es Oma helfen wird, gesund zu werden. Aber lass dich nicht umbringen. Ich sehe in deinen Augen, dass du mich wahrscheinlich nur für ein Kind hältst, aber ich weiß, wie sehr es wehtut, die Wahrheit zu wollen. Takashi war besessen von der Vergangenheit und ich war unglücklich, es nicht zu wissen. Oma ist fast verrückt geworden. Oma hat es selbst gesagt, du bist noch jung. Du solltest das alles vergessen und neu anfangen. Und du willst das vielleicht nicht hören, aber euch beide zuzuhören, wie ihr über die Maske und Geister gesprochen habt. Ihr habt euch wie das Mädchen am Schrein angehört. Es macht mir Angst und sollte dich auch erschrecken. Pass auf dich auf, Ite. Okay, noch kleiner Dialog, weil wir eingeladen haben. Wir waren dabei, glaube ich, jetzt zu einem neuen Ort zu gehen, der Wald, irgendwie der Todeswald oder irgendwie sowas. Das klingt sehr, sehr mystisch und sehr interessant. Ich nehme mal noch einen Schluck von meinem Walddrink. Der schmeckt so ein bisschen nach Kiefern und Linden und Lindas. Okay. So, der nötige Ernst ist jetzt wieder da. Wir müssen natürlich versuchen, die Maske irgendwie, ich weiß nicht, ob die Zerstörung was bringt oder ob uns überlassen ist, ob wir diese zerstören im Endprodukt. Ich bin gespannt. Okay. Oh, hier ist ein bisschen laut über Kopfhörer gerade. Moment. Okay. Wie wir sehen, sind hier einige Orte komplett verschwunden. Info. Aokigahara. Aokigahara. Besser bekannt als Selbstmordwald. Trotz des Spitznamens die vulkanische Erde, auf der er wächst, den Wald wunderschön und grün. Moment mal nochmal. Aokigahara. Besser bekannt als Selbstmordwald. Trotz des Spitznamens macht die vulkanische Erde, auf der er wächst, den Wald wunderschön und grün. Okay. Aber jedes Jahr zieht eine große Anzahl von Leuten in den Wald, um ihn zu ihrem letzten Ruheort zu machen. Gelegentlich müssen die Behörden den Wald durchkämmen, um neue Leichen zu finden. Okay, das klingt nicht sehr vielversprechend. Aber ab in den Wald. Ich gehe im Wald. Endlich. Das muss der Weg sein, von dem die alte Kawana gesprochen hat. Wenn ihre Geschichte wahr ist, muss ich ihm nur folgen und das alte Gelände der Kamenkai finden. Hoffentlich ist es so einfach. Keine Zeit hier zu sitzen und nachzudenken. Ich muss vor Einbruch der Dunkelheit aus dem Wald raus. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen gerade an Baphomets Fluch 2. Aber wir hören im Hintergrund diese Zillengrüppen? Diese Grillen? Diese Grillenzirpen. Seht ihr, der Wald hat schon Einfluss auf mich. Okay. Gut, mal schauen, was wir hier so treffen. Ich bin mir sehr unsicher, ob das wirklich gut ist, hier reinzugehen. Aber wir werden sicherlich auch rausfinden, warum es Selbstmordwald heißt. Hoch können wir leider nicht. Aber. Was ist das? Weitergehen. Sollten wir uns das aufschreiben? Ach nee, komm. Wir gehen einfach weiter. Geht bitte weiter. Oh oh, der Nebel verdichtet sich. Der Wald erhebt sich. Also ich wäre sehr ungern hier, ganz ehrlich.
Ich liebe Wälder. Ich liebe alles, was grün ist. Aber mit der entsprechenden Geschichte und ein Hauch Mystik. Und den Soundtrack natürlich, der hier Wunder... Was ist das? Hä? Ojitsu-sama? Ansehen. Drei Statuen, bedeckt mit Moos und Unterholz. Es sieht so aus, als ob eine fehlt. Kann ich das nochmal ansehen? Wir haben hier... Was ist denn das? Das hier ist ein Oberteil, ne? Das sieht aus wie so ein Oberteil. Das hier auch? Ja gut, das ist kein Tanga oder sowas, aber das sind Oberteile. Ojitsu-sama. Eine Darstellung von Ojitsu-sama. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Aber man hört im Hintergrund so Kindergelache und so. Es wird gesagt, dass das Beten zu diesen Statuen helfen kann. Oh, die Musik! Die Seelen der Kinder, die jung gestorben sind, zu leiten. Sie sehen so alt und vergessen aus. Es ist irgendwie traurig für sie, so verlassen zu sein. Wie konnten diese Statuen jemals jemanden an einem so dunklen Ort helfen? Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß auch nicht, wer ist jetzt Ojitsu-sama? Wie sollen die einen helfen? Also, wir sind jetzt zweimal nach einmal oder zweimal nach rechts gegangen. Vielleicht, wenn die dritte fehlt, vielleicht hat das irgendwie... Also erstmal Kompliment an den Soundtrack auch in dem Spiel. Er vermittelt genau irgendwie diese Beklemmung, dieses beklemmende Gefühl, wenn man selbst hier so in so einem Wald wäre. Schon krass gemacht. Gut, dass Kickstarter geholfen hat, dieses Spiel zu entwickeln, beziehungsweise unterstützt hat. Wir gehen mal nochmal weiter. Man sagt ja, Moment mal, das sieht aus wie die Kanalisation, in der wir waren. Reina. Und sie grinst schon wieder. Was ist denn jetzt hier los? Reina? Was macht sie hier? Wo bin ich? Nein, überall, nur nicht hier. Ich will mich nicht daran erinnern. Warum jetzt? Ite, warum bist du hergekommen? Du hast mich hier zum Sterben zurückgelassen, nicht wahr? Es war deine Schuld, dass mir das passiert ist. Hä? Du bist so egoistisch. Was bedeutet jetzt die rote Schrift? Du kümmerst dich nie darum, was mit jemandem außer dir selbst passiert. Menschen, die dabei verletzt werden, sind nur Kollateralschäden. Es geht nur um dich und was du willst. Du bist du? Du bist du. Du suchst nicht nach mir. Du willst nur das Mädchen verletzen, die alte Frau verletzen, alle, die dir im Weg stehen, leiden sehen. Nein, das ist nicht wahr. Ich hatte alles getan, um es zu ändern, was dir passiert ist. Lass es verschwinden. Ich kann es nicht mehr ertragen, es zu sehen. Aufhören. Lass es aufhören. Ich will mich nicht erinnern. Was für eine tolle Idee. Erinnern tut weh, nicht wahr? Lass mich dir den ganzen Schmerz nehmen. Lass uns zusammen vergessen, Ayami-chan. Hä? Lass uns zusammen vergessen? Muss ich das jetzt anklicken? Lass uns zusammen vergessen.
das ganze Rumgeflüster hier. Krass gemacht. Okay, lass uns zusammen vergessen. Sollen wir das anklicken? Ich weiß es nicht. Ich mache mir irgendwas falsch. Okay, ich mache es. Hä? Hä? Jetzt sind wir wieder am Anfang? Hier geht's auch nicht mehr raus. Na, sehr schön. Hilfe! Hilfe! Jetzt sind wir gefangen, oder was? Vielleicht sollten wir auch gar nichts vergessen. Vielleicht müssen wir abwarten. Weitergehen. Was ist das für ein Wald? Was ist das überhaupt für ein Ort? Auf dem Pfad bleiben. Hä? Nee, wir gehen weiter. Hä? Was ist denn das? Eine Ojitsu-sama-Statue. Ich spüre eine vertraute Präsenz, als ich sie aufhebe. Hä? Sind wir... Der Wald macht verrückt. Kann das sein? Hallo. Waren wir nicht hier schon mal? Kommt jetzt die Stelle mit den Statuen? Nee. Weitergehen. Okay, die Musik. Was? War da... Was ist... War das ein Traum? So wie du geschlafen hast, dachte ich, du würdest nie aufwachen. Moment mal, was ist denn jetzt hier los? Wo... Katsuki, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich wusste, ich würde dich finden. Mich finden? Wovon redest du? Ich bin nirgendwo hin. Ich habe dich auf dem Boden gesehen. Reina, sie hat dir die Kehle aufgeschlitzt. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts, was eine gute Tasse Kaffee nicht beheben kann, oder? Apropos, ich habe die Kaffeemaschine repariert, damit du den Fall offiziell als geschlossen abheften kannst. Hey, bist du okay? Du siehst ein wenig neben dir aus. Nimm dir Zeit, dich fertig zu machen. Ich bin nebenan. Ja, danke, Katsuki. Was ist das denn? Ich habe etwas gesucht, nicht wahr? Warum kann ich mich nicht erinnern? Mein Herz schlägt eine Meile pro Minute. Ich kann dieses Gefühl der Angst, das in der Luft liegt, nicht loswerden. Das ist real, oder? Ich will, dass es echt ist. Hä? Lass uns das zusammen vergessen. Hat Reina uns befohlen, beziehungsweise angeboten. Nee, ich trau dem nicht. Wir gehen mal ins Wohnzimmer. Willkommen zurück in der echten Welt, Schlafmütze. Du bist nicht angezogen? Du hast unser Picknick nicht vergessen, oder? Picknick? Wir wollten ein Picknick im Park machen und die Kirschblüten sehen, erinnerst du dich? Ich weiß, es ist nicht gerade traditionell, aber ich dachte, wir könnten auch auf dem Weg eine Pizza essen. Margarita natürlich. Es ist doch eine wichtige Jahreszeit. Hast du das auch vergessen? Erinnerst du dich nicht, als die Kirschblüten fielen und du die beiden Mädchen am Schrein gerettet hast? Du bist ein Held. Gerettet? Ich bin kein Held. Sie ist gestorben. Ich habe sie umgebracht. Sie versucht immer uns davon abzuhalten. Mich davon abzuhalten. Katsuki, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Ich sollte nicht hier sein.
Natürlich ist es das. Wir sind zusammen, die Sonne scheint, wir haben Fräulein Flauschig. Ja. Wieso geht jetzt bitte unsere Vernunft runter? Und wieso höre ich flüsternden Stimmen schon wieder? Ist das nicht das, was du wolltest? Seit deine Eltern weg sind, sind Fräulein Flauschig und ich die einzige Familie, die du noch hast. Hier gehörst du hin. Und wir lieben dich, Ayami-chan. Deshalb kommst du mit uns. Komm schon, wir müssen los. Gehen? Wohin bringst du mich? An einen sicheren Ort. Sicher? Warum? Wo wollte ich hin? Wo ist der Weg? Der Weg ist nicht für dich bestimmt. Er führt nur zu Leid. Also lasst uns den Weg verlassen und glücklich sein. Für immer. Hä? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Nee, das muss wieder irgendeine Vision sein. Zum Picknick gehen? Ich habe gerade eigentlich andere Probleme. Aber okay, gehen wir picknicken.